Dann erteilt das Wort der Abgeordnete Sevim Dardelen, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin, Sie meinten, Sie würden uns überholen. Ich meine, das ist tatsächlich eine Ansage, auf die ich warte schon seit 10 Jahren, seitdem ich Mitglied hier in diesem Bundestag bin. Und insofern möchte ich noch kurz anmerken zu Ihrem Anfang Ihrer Rede, weil Sie meinten, die Grünen würden die Welt in Gut und Böse einteilen. Das Problem ist doch, dass es gerade Ihre Partei ist und Ihr Partner, die CSU ist, die die Welt in Gut und Böse einteilt, gerade in Flüchtlingsfragen und mit dazu beiträgt, dass es eine Stimmung in diesem Land gibt teilweise, die wirklich flüchtlingsfeindlich und damit auch menschenfeindlich ist. Und deshalb möchte ich, ja, ich möchte zitieren Ihrem Partner Horst Seehofer, der neben NPD und AfD folgenden Spruch von sich gibt, dass wir nicht das Sozialamt der Welt sind. Ich finde das wirklich nicht nur schändlich, es ist auch wahrheitswidrig, meine Damen und Herren. Laut UNHCR gibt es Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner in Deutschland gerade mal 5. 5 Flüchtlinge auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner hier in Deutschland. Selbst in Malta sind es 18, in Slowenien 24, im Libanon 260. Und Sie machen das so, dass Sie eine Stimmung hier erzeugen mit solchen Parolen, was schändlich ist, und Sie sollten endlich damit aufhören. Sie sollten damit aufhören. Hören Sie auf, Pegida und AfD nachzurennen. Meine Kollegin hat zum grünen Antrag hier auf einige Kritik, hier ist sie schon eingegangen, an diesen verbliebenen Beschränkungen zum Arbeitsmarktzugang, meine Damen und Herren. Und ich finde, dass der grünen Antrag zwar in die richtige Richtung geht, aber hier etwas zu kurz springt. Ja, für die Linke gilt eben das Prinzip der gleichen Rechte, und wir machen da eben keine Ausnahmen bei Arbeit und Beschäftigung. Wir unterstützen die Forderung des grünen Antrags. Ja, natürlich machen wir es auch besser, Herr Kollege. Lesen Sie sich unsere Anträge durch. Wir stimmen auch nicht im Bundesrat einer Verschärfung des Asylrechts zu und kommen dann mit solchen Anträgen im Bundestag. Ja. Trotzdem unterstützen wir Ihre Forderungen. Unterstützen wir sie. Aber sie müssen eben auch ergänzt werden. Kritik sollte da erlaubt sein, damit das Recht auf Arbeit eben nicht nur von migrationspolitischen Erwägungen abhängig gemacht wird. Wir fordern ein gleiches Recht auf Arbeit von Beginn an. Und das beinhaltet eben auch die Abschaffung der sogenannten Vorrangprüfung. Meine Kollegin hat es gesagt. Und die Linke fordert auch die Abschaffung der Beschäftigungsverbote, die die Ausländerbehörden gegenüber Personen mit einer Duldung erteilen können. Dabei unterstellen die Behörden nämlich, dass deren Abschiebung aus Gründen scheitere, die sie selbst zu vertreten hätten. Zum Beispiel, weil sie für die Abschiebung die notwendigen Papiere nicht besorgen würden. Oder ihnen wird zumeist eben auch völlig haltlos unterstellt, dass sie nur wegen des Sozialhilfebezugs eingereist seien nach Deutschland. Und ich frage mich wirklich, was ist das für ein Wahnsinn? Denn durch das Arbeitsverbot werden die Betroffenen ja erst zwangsweise zu Empfängerinnen und Empfängern von staatlichen Transferleistungen. Und die gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V. führt hier ein sehr interessantes Beispiel aus Ostwestfalen an. Gerade die CDU-CSU sollte mal hier gut zuhören. Frau K. ist türkische Staatsangehörige. Sie hat eine Duldung und lebt seit 12 Jahren in Deutschland. Und in ihrer Duldung steht, Beschäftigung nur mit Zustimmung der Ausländerbehörde gestattet. Sie hat eine Stelle in der Gastronomie gefunden und beantragt die Arbeitserlaubnis, doch diese wird ihr abgelehnt. Sie sei ja ausreisepflichtig, und eine Arbeitserlaubnis würde dann dem zuwiderlaufen und zu einer Aufenthaltsverfestigung führen. So wird sie sich eben trotzdem doch noch in Deutschland aufhalten, aber arbeiten darf sie nicht. Und das bringt auf den Punkt, wie absurd das eigentlich geregelt ist im Ausländerrecht. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Vorrangprüfung, Beschäftigungsverbote gehören einfach abgeschafft. Und ich bin froh, dass Sie sagen, der Zug hat sich mal in Bewegung gesetzt. Aber ich würde mich freuen, wenn der Zug auch endlich mal auf die Zielgerade kommt und nicht nur sich in Bewegung setzt in einem Schneckentempo, meine Damen und Herren. Und
Wir wollen auch die Wohnortverpflichtungen in Flüchtlingsunterkünften und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit durch die Residenzpflicht wirklich umfassend aufheben, weil ich glaube, das ist, glaube ich, eines der ursächlichen Zusammenhänge oder sagen wir mal so, eines der Integrationshemmnisse für viele Flüchtlinge in Deutschland. Zuletzt möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir als Linke es ablehnen, Menschen nur nach ihren Qualifikationen zu bewerten, gerade in der Flüchtlingspolitik oder Migrationspolitik, darauf eben abzuzielen, zu sagen, so, sie sind für die deutsche Wirtschaft nützlich und deshalb ist es in Ordnung und deshalb müsste was geschehen in der Gesetzgebung, sondern wir sind der Auffassung, dass das nur den Nützlichkeitsrassismus fördert und Wasser auf die Mühlen von Pegida ist, die ja auch auf ihren 10-Punkte-Programm eben haben, Fachkräfte sind willkommen, aber der Rest soll draußen bleiben. Das ist eine Logik, wo ich wirklich darauf aufmerksam mache, einfach mal darüber nachzudenken, was man mit so einer Logik vielleicht für Auswirkungen mitbefördert hier in Deutschland. Zuletzt möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir uns freuen, dass es eine Initiative gibt zum 20. Juni, ein Zeichen gegen Rassismus, Menschenfeindlichkeit und für einen grundsätzlichen Wandel in der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der Europäischen Union. Am 20. Juni hoffe ich, viele Menschen anzutreffen, um 13 Uhr am Oranienplatz zu einer Demonstration bis zum Brandenburger Tor, wo es auch viele Redebeiträge von Flüchtlingsverbänden geben wird und auch Musik, um eben ein starkes Zeichen zu setzen. Und ich hoffe, dass die CDU/CSU sich das auch anschauen kann. Sie, Frau Kollegin, sind auch gerne herzlich willkommen. Dann können Sie sich vielleicht ein anderes Bild mal machen. Next.